إذا مونة في رمضان بس مونة في رحمة مونة تبع مهات شكاية ونزين في لي جزيشتا هي إيبي في لارش مجانس نياء بنت ونش زين الله بزن بس مونة في رمضان زين بدي جشبستا بيدا بس كهاي من الزعن دي جلات مغون دي ميسن تغيك هيرن ولا قفيت محمد صلى الله عليه وسلم زواج لن دا مونة في رمضان اينتخفت dann werden die Tore des Paradieses, Al-Jannah, geöffnet und die Türen von Jahannam werden geschlossen. Und die großen Shayatin werden angekettet. Dann sagen die Gerechtsgelehrten, das ist das Geheimnis, warum die meisten zurückkehren. Weil die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jalla in diesem Monat zugegen ist. Besonders in diesem Monat von Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem heiligen Hadith, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über ihn berichtet. Er sagte von Hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وهذا حديث قدسي قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا وهذا يبين فضل التوحيد ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة الله 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 أكبر أقفيت محمد صلى الله عليه وسلم برشتك von Hadith von Anas. Allah sagt, das heißt, das ist ein heiliger Hadith. Er sagt, O Sohn Adams, solange du mich bittest um Vergebung und du auf mich hoffst, Ar-Raja, du hast Hoffnung und du bittest Allah subhanahu wa ta'ala, dann werde ich dir vergeben und es macht mir nichts aus. Er sagt weiter, O Sohn Adams, wenn deine Sünden die höchsten Teile der Himmel erreichen würden, und du mich um Vergebung bitten würdest, dann würde ich dir vergeben. Es geht noch weiter. O Sohn Adams, wenn du mir oder wenn du auf mich triffst mit so viel Sünden wie die ganze Erde, überleg mal, in dem Maß, Ausmaß der ganzen Erde mit so viel Sünden du Allah treffen solltest, die Bedingung jetzt, du aber neben ihm niemandem beigesellst, keinen Schirk machst, und das zeigt den Vorzug von Tawhid, dass du Allah einzig und alleine anbetest. Alle deine Anbetungen sind nur für Allah. Dann sagt Allah Azza wa Jal weiter, dann würde ich dir mit genauso viel entsprechender Vergebung entgegenkommen. Allahu Akbar. Diese Nacht, die 27. Nacht, ist die nächste ungerade Nacht. Von den Nächten, wo Laylatul Qadr eintreffen kann. Und wir wollen einen Hadith hören, von أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق unsere Mutter die Mutter der Gläubigen عائشة رضي الله عنها sie sagte zum Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت بمعنى أخبرني أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو قال النبي صلى الله عليه وسلم تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وفي رواية أيضا كريم عائشة رضي الله عنها زارت سم قفيت محمد صلى الله عليه وسلم او قزنت الله بناخشت جميع über darüber wenn ich ليلة القدر treffen sollte mit was ich bitten soll Hieraus lernen wir eine Angelegenheit. Bei den Sahabern war es bekannt, dass sie in Laylatul Qadr sich mit was beschäftigt haben? Mit Ad-Dua. Sie haben sich angestrengt mit Ad-Dua. Das war bei ihnen fest. Was war aber ihre Frage? Welche Dua soll ich machen? Welchen Dua? Und am besten den Dua natürlich im Sujud, weil der Diener Allah Ta'ala am nächsten ist, wann? In der Niederwerfung, in das Sujud. Tayyib. Laylatul Qadr ist eine spezifische Nacht, die Allah subhanahu wa ta'ala bevorzugt hat, gegenüber alle anderen Nächte.
Und sie ist absolut die beste Nacht, auf die der Diener Allahs Azza wa Jal treffen kann. Sogar hat Allah Azza wa Jal eine gesamte Sura über Laylatul Qadr herabgesandt. Eine gesamte Sura. Und sie heißt Suratul Qadr. Nicht nur das, jetzt geht noch weiter. Allah Ta'ala hat sie beschrieben, besser als 1000 Monate. Noch weiter. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, man qama Laylatul Qadr imanan. واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, nachdem er davor gesagt hat, über Ramadan, der gesamte Ramadan, derjenige, der im Ramadan steht, aus Glauben heraus und hoffend auf den Lohn, dessen alle Sünden werden vergeben. Wenn du den Ramadan verschlafen hast, ist es noch nicht für dich zu spät. Du hast Laylatul Qadr. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer in Laylatul Qadr steht, aus dem Glauben heraus und hoffend auf den Lohn Allahs, dessen vergangenen Sünden werden vergeben. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Laylatul Qadr. Und Laylatul Qadr, Al-Qadr, dieses Wort im Arabischen, hat mehrere Bedeutungen. Eine von diesen Bedeutungen, geehrte Geschwister, ist, dass sie abstammt, entnommen wird von dem Wort der Vorherbestimmung Al-Qadr, Al-Taqdir. Und deswegen ist sie die Nacht der Vorherbestimmung und wir erklären gleich, warum, was das bedeutet. Oder Al-Qadr kommt etwas von was? Indem man eine Person der hohen Stellung, mit einer hohen Stellung bezeichnet. Das heißt, diese Nacht hat eine hohe Stellung, eine hohe Position. Es kann aber auch bedeuten, die Nacht der Vorherbestimmung, weil in dieser Nacht wird alles vorherbestimmt, was im nächsten Jahr stattfinden wird. Bis nächsten Laylatul Qadr. Und diese Vorherbestimmung, geehrte Geschwister, diese Vorherbestimmung, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فيها يفرق كل أمر حكيم. Barakallahu fiik. فيها يفرق كل أمر حكيم. In Surah Al-Dukhan. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet über diese Nacht. In dieser Nacht wird jede einzelne Angelegenheit weise entschieden. Die Gelehrten sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Nacht bis nächste Laylatul Qadr alles niederschreibt und vorherbestimmt. Und diese Vorherbestimmung ist nicht im Widerspruch zu der Vorherbestimmung von Allah, was er vorherbestimmt hat und niedergeschrieben hat in Lawh al-Mahfuz 50.000 Jahre bevor er die Himmel und die Erde erschaffen hat. Weil diese Vorherbestimmung war bereits in dieser Vorherbestimmung vorhanden. Das heißt, eine Vorherbestimmung nach der nächsten Vorherbestimmung. Und die Gelehrten nennen diese Art von Vorherbestimmung التقدير السنوي, ايالische Vorherbestimmung. طيب, jetzt fragen wir uns, warum hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Dua spezifisch für diese Nacht auserwählt? Warum? Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Aisha, Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'afu anna. Warum al-afu? Al-Afu ist erstmal, aus diesem Hadith verstehen wir, ist ein Name Allahs. Ism min Asma'illahi Azza wa Jal. Inna Allah kana afuwan ghafura. Wa hiya ayran sifa. Sifa lillahi Azza wa Jal. Eine Eigenschaft von Allah. Er ist der Allvergebende, aber er hat auch die Eigenschaft der Vergebung. Okay? So. Diese Vergebung, geehrte Geschwister, sagen die Rechtsgelehrten, was bedeutet Al-Afu? Was bedeutet das überhaupt? Sie sagen, diese Vergebung, wo Allah Ta'ala vergibt, ist die Vergebung der Nachwirkung der Sünden. Der Nachwirkung der Sünden bedeutet, geehrte Geschwister, wenn du eine Sünde machst und du sagst, Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni, die Spuren haben noch Sünden. Von diesen Spuren, die bei dir treffen können, ist die Strafe in der Dunya, die Strafe im Höllenfeuer, die Strafe im Grab, verschiedene Arten von Strafen, wo Allah Ta'ala dich bestraft für deine Sünden. Aber Al-Afu vergibt die Nachwirkung, die Auswirkung dieser Sünden, die du gemacht hast. Allahu Akbar. Und eine andere Erklärung sagen die Rechtsgelehrten, Al-Afu bedeutet was? Dass Allah die Sünde, die die Engel aufschreiben, komplett auslischt. Das heißt, als hättest du sie nie getan. Das ist doch ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt kommen wir dazu, warum hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Aisha anbefohlen, in dieser Nacht besonders dieses Dua zu sagen. Geehrte Geschwister, in dieser Nacht wird doch für dich alles vorherbestimmt für das nächste Jahr. Und wenn du Allah darum bittest, um Vergebung, dass Allah Ta'ala dir deine Sünden auslöscht
Und Allah Ta'ala für dich vorbestimmt hat, dass er dir die Sünden in diesem ganzen und gesamten Jahr vergibt, dann hast du wahrlich einen gewaltigen Erfolg von Allah Subhanahu wa Ta'ala erlangt. Und das ist das Geheimnis, warum der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hier spezifisch diesen Dua beigebracht hat. Warum? Weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam kein Dua ausspricht oder jemanden beibringt, außer dass sie in diesem Moment passt. Und wir beenden mit der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil wir jetzt einen Namen von den Namen Allahs gelernt haben, Al-Afu. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Hadith Abu Huraira, Inna lillahi 99 isman, mi'atan illa wahida, man ahsaha, dakhala al-Jannah. Wa man ahsaha, laysa al-ma'na an yahfadha faqat, la. Sondern, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als Ansporn für dich, geehrter Bruder, jetzt kennst du den Namen Al-Afu. Du weißt, was Al-Afu bedeutet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer, Allah Ta'ala hat 99 Namen, 100 weniger 1. Wer sie auswendig lernt, wer sie umfasst, erfasst, der wird das Paradies betreten. Und das auswendig lernen bedeutet nicht, das bloße auswendig lernen als Information bei dir. Nein. Erstens, du lernst sie auswendig. Das gehört dazu. Zweitens, du kennst die Bedeutung. Al-Ta'rifa Ma'naha. Drittens, dass du nach ihren Erfordernissen handelst. Was bedeutet das? Was heißt das, nach ihren Erfordernissen? Wenn du weißt, dass Allah Ta'ala was? Wenn Allah Ta'ala Ahad ist, er ist der Einzige, der angebetet werden darf, dann betest du niemanden neben ihn an. Wenn du weißt, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala der Allvergebende ist, dann machst du die Handlungen, was die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala für dich hervorrufen. Und so weiter und so fort. Und viertens, die vierte Angelegenheit, dass du Allah ta'ala mit diesen Namen bittest. Das ist das Beste, was du machen kannst. Allah azza wa jalla sagt, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا. Allah ta'ala gehören die schönsten Namen, so bittet ihn darum. Was bedeutet das? Wenn du weißt, was Al-Afu ist, wenn du weißt, was Al-Razzaq bedeutet, wenn du weißt, was Al-Wahhab bedeutet, wenn du weißt, was Ar-Rahman bedeutet, dann sagst du, Ya Rahman, Irhamni. Ya Razzaq, Urzuqni. Das heißt, du verbindest den Namen mit deinem Dua und dadurch handelst du nach diesem Hadith. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Laylatul Qadr treffen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Laylatul Qadr treffen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in dieser Nacht vergeben alle unsere Sünden und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von denjenigen machen, die aus dem Höllenfeuer befreit werden und in das Paradies eingehen werden, ohne Abrechnung und ohne Strafe. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamd.